Herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar, zu den Unterrichtsimpulsen zum Buch Tafiti und der große Zauberer. Ich freue mich, dass wir Sie so zahlreich begrüßen können. Mein Name ist Rebecca Gessner-Utz und ich bin Projektmanagerin im Bereich Schule und Jugend. Sie kennen mich wahrscheinlich aus ein paar E-Mails, die Sie schon von mir bekommen haben. Ich leite das ganze Projekt organisatorisch und auch inhaltlich und bin so für die ganze Organisation zuständig. An meiner Seite steht Christine Kranz, unsere Referentin für Leseförderung. Und Christine darf sich gerade mal selbst vorstellen. Aber gerne. Mein Name ist Christine Kranz und ich bin seit unglaublich langer Zeit für die Stiftung Lesen tätig, wenn es um Leseempfehlungen und um Aktionsideen geht, die man daraus entwickeln kann und mit denen man Kinder für Bücher begeistern kann. Ja, vielen Dank, Christine, für deine Vorstellung und auch, dass dich die Lehrkräfte jetzt hier auch nochmal kennengelernt haben. Im Chat betreut sie auch noch eine weitere Kollegin, und zwar die Agnieszka Zwitala, die Ihnen alle Fragen beantworten wird, die so im Verlaufe des Seminars auf Sie zukommen. Für inhaltliche Fragen stehen wir dann am Ende nochmal zur Verfügung. Das heißt, stellen Sie gerne auch die Fragen in den Chat. Agnieszka gibt uns die dann am Ende nochmal rein. Aber auch so immer schon währenddessen schreiben Sie gerne, wenn Sie Fragen haben. Ganz wichtig für Sie als organisatorischer Hinweis, die Teilnahmebescheinigung, die Folien dieses Seminars, sowie nochmal den Link auf die Projektseite zu den Materialien, die Sie downloaden können, zu den Unterrichtsmaterialien, schicke ich Ihnen in den kommenden 2 Wochen zu. Ganz wichtig auch nochmal, wir sind hier alle geimpft und getestet. Das heißt, die Corona-Regeln werden eingehalten. Deswegen können wir beide hier auch so nah beieinander stehen. Jetzt aber starten wir inhaltlich direkt durch mit unseren Ideen, wie Sie Tafiti und der große Zauberer im Unterricht einsetzen können. Da geht auch nochmal ein ganz großer Dank an das Kultusministerium Hessen raus mit der Initiative Löwenstark, der Bildungskick, die dieses ganze Projekt, die Bücher und auch hier dieses Online-Seminar möglich gemacht haben. Was haben wir also heute vor? Wir schauen uns heute an, die Tafiti und seine Freunde zum Einstieg, also wie können Sie die Figuren nutzen, um mit den Kindern in das Buch einzusteigen. Wir schauen uns auch nochmal an, welche Tiere gibt es eigentlich in der Savanne. Wie können Sie das Unterrichtsmaterial, was wir dazu vorbereitet haben, in Ihrem Unterricht nutzen. Dann wird es um Zaubersprüche gehen und um Tiergeräusche. Da hat Christine auch tolle Ideen mitgebracht. Dann wird es um unseren Tafiti-Baum gehen, das heißt nochmal so eine Rückschau auf den Leseprozess. Und dann geht es nochmal ums fächerübergreifende Lernen und um fächerübergreifende Anschlussaktionen. Da hat Christine auch ganz tolle Ideen mitgebracht, zu wie man da weitermachen kann. Dann kommen Ihre Fragen, die uns AGA reingibt. Und am Ende zeigen wir Ihnen nochmal hilfreiche Links, die schon während des Seminars kommen, aber die wir dann auch immer einbinden. Jetzt wollen wir aber mal in Tafiti und der große Zauberer hineinblicken, und zwar in die Innenseite, um uns mal anzuschauen, wie sieht das denn da eigentlich aus mit Tafiti und seinen ganzen Freunden? Und das ist gleich ein ganz großes Plus des Buches, weil es für die Kinder sehr hilfreich ist, wenn sie praktisch die Akteure einer Geschichte auf einen Blick sehen können. Mhm. Und das ist hier auch ganz interessant. Man könnte das auch vor der Beschäftigung mit dem Buch überhaupt machen, dass man auch die Kinder fragt, was sind das für Tiere, was machen die für einen Eindruck? Also hier zum Beispiel, wir waren uns einig, dass zum Beispiel King Kofi, der Löwe, letztendlich im Buch sich als ganz anders herausstellt, als er hier aussieht. Ne? Das ist auch ganz interessant für die Kinder, nachher mal die Eigenwahrnehmung mit der Geschichte im Buch zu vergleichen. Und das ist gleich aber auf den ersten Blick ersichtlich, es ist eine heitere, freundliche Geschichte und mit ganz vielfältigen Akteuren. Auch das ist sehr wichtig für Kinder. Wir haben ja jetzt hier keine direkten Identifikationsfiguren in Form von anderen Kindern, mhm, aber eben von Tieren mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Und hier findet wirklich tatsächlich jedes Kind irgendeine Figur, die vom Wesen her ihm nahe kommt. Also ich denke mal nicht mit dem vielleicht auch mit dem herrschsüchtigen Marabu. Ja, man weiß es nicht. Man weiß aber nicht, was so im eigenen Charakter drin steckt. Weiß man nicht, aber ich denke, es bietet sehr, 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 sehr viel Fläche für Identifikation für die Kinder. Und die Welt von Tafiti ist eben die Savanne, da werden wir, mhm, ja auch noch drauf zu sprechen kommen. Das erste wäre also praktisch die Figuren einzuführen und ein bisschen drüber zu reden, wie die Kinder die einschätzen und wo sie vielleicht auch Ähnlichkeiten mit sich selber erkennen. Ja,
Total gute Idee. Und ich finde ja auch bei den Figuren, wenn man Identifikation hat, hat man gleichzeitig aber auch im Verhalten ja häufig was, wo man denkt, oh, da bin ich dem aber gar nicht ähnlich. Und ich finde gerade diese Ambivalenz, die diese Figuren auch manchmal mitbringen, ganz toll, um mit Kindern darüber zu sprechen. Weil auch Tafiti ist ja nicht immer einwandfrei, auch wenn er der Held der Geschichte ist. Und auch Pinsel macht ja viele Fehler, die überhaupt dazu führen, dass er in die Situation kommt, in die er kommt. Also wenn Sie die Geschichte noch gar nicht kennen, Pinsel ist so eine Art Olaf von Disney. Also so ein bisschen tollpatschig, und das ist eine Identifikationsfigur für ganz, ganz viele Kinder, auch für die etwas schwächeren Schüler, weil der macht viel Unsinn, der kriegt nicht alles auf die Reihe, und das ist wirklich sehr lustig beschrieben. Und man muss dazu sagen, wenn die Kinder sich nicht voll damit identifizieren können oder irgendwas stört sie, gerade die Tiere bieten ja auch eine Art Puffer, weil man kann immer noch sagen, ist ja auch ein Nashorn oder ist ja schließlich ein Löwe, der darf das so ungefähr. Ja. Bei anderen Kindern wäre das schwieriger. Und das haben wir ja dann auch immer direkt in Charakterassoziationen zu Tieren, ne? Dass ein Löwe irgendwie böse und wild ist. Und der Chef. Das spielt ja hier eine ganz große Rolle. Ja, am Ende nicht mehr ganz so chefig wie vorher. Ja, sehr schön. Also toll, über die Figuren einzusteigen, hier zu schauen, wo ist Identifikation möglich, wo nicht. Und tatsächlich auch so eine ganz vielfältige Reihe an Figuren zu haben, mit denen man sich identifizieren kann. Und das sind natürlich, wie du ganz richtig gesagt hast, Teilnehmer oder Lebewesen aus der Savanne. Und dazu haben wir Ihnen ein Arbeitsblatt entwickelt, und zwar auch mit einer Unterrichtsreihe oder einer Doppelstunde. Sie finden das im Material auf Seite 3, die Doppelstunde. Und zwar ist das Ganze so angelegt, ich habe Ihnen das jetzt einmal hier kurz in Stichpunkten aufgeführt, aber das ist natürlich in der Unterrichtsdoppelstunde nochmal stärker ausformuliert. Und zwar geht es einmal darum, dass Sie die Kinder in kleinen Gruppen Tiere auswählen lassen, zu denen Sie diesen Steckbrief bearbeiten wollen. Dann können Sie erstmal diesen Steckbrief bearbeiten. Vielleicht fällt Ihnen direkt auf Anhieb schon was zu den Tieren ein, die Sie sich ausgesucht haben. Auch durch den Austausch in der Kleingruppe, ne? In der Gruppe. Und dann ist aber ganz wichtig, sie auch nochmal recherchieren zu lassen, zum Beispiel in Tierlexika oder auf Kindersuchmaschinen. Wir haben Ihnen zwei Lexika, digitale Lexika schon mal verlinkt in dem Material auch. Aber ich weiß, dir ist ja das Thema Kindersuchmaschine ganz wichtig. Ganz wichtig, weil es Ihnen auch die Arbeit so erleichtert. Mhm. Also erstens ist es was man den Eltern unbedingt ans Herz legen sollte, weil die Recherche in Kinderlexika natürlich auch nicht so heikel ist, wie wenn man einfach in Google die Suchbegriffe eingibt. Und außerdem hat man, wenn man als Lehrer darin was sucht, gleich die Ergebnisse für die Zielgruppe aufbereitet und sehr viel spielerischer, oft schon mit Aktionsideen oder mit kleinen Spielen. Das ist also eigentlich wirklich perfekt und spart einem viel Zeit und Arbeit und ist ein wichtiger Tipp für Eltern. Blindekuh.de, fragfin.de nutze ich selber auch für die Vorbereitung ganz, ganz viel. Habe ich selber auch viel in der Schule, in der Projektarbeit genutzt, und weil es wirklich auch unproblematische Seiten sind, wo man Kinder auch zum Beispiel für eine Recherche draufschicken kann. Genau. Wenn es trotzdem so sein sollte, dass Lexikonartikel noch zu schwierig sind für Schülerinnen und Schüler, gerade wenn sie in der Inklusion auch tätig sind, dann immer noch mal meine Bitte, Texte auch zu vereinfachen, Sätze kürzer zu gestalten, Sprache zu vereinfachen und Kindern das dann noch mal auch anzubieten, damit sie in der Gruppenarbeit auch mitarbeiten können. Oder auch gerne so Adjektivkärtchen vielleicht bereitstellen, wenn sie gerade so ein Tier beschreiben müssen, ist das ganz wichtig. Ja, wenn diese Recherchearbeit gemacht wurde, dann haben die Kinder wahrscheinlich über das, was wir in diesem Steckbrief abfragen, hinaus noch ganz viele Sachen gesammelt, ganz viele Informationen gesammelt. Und zwar wäre es dann nochmal toll, dass sie den Steckbrief nehmen, ihn in die Mitte auf dem Plakat kleben und die Kinder das Ganze dann noch mit ihren ganzen Suchergebnissen erweitern können. Und dann kann man am Ende natürlich nochmal einen schönen Gallery Walk gestalten. Diese ganzen Informationen finden Sie auch nochmal ausformuliert in der Unterrichtsreihe, die vor den Arbeitsblättern liegt. Aber natürlich ist das sozusagen ein sehr schulischer Ansatz und man kann auch noch einen viel spielerischen Ansatz wählen, um sich mit dem Text und das, was im Text vorkommt, auseinanderzusetzen. Und da gibt es die schöne Möglichkeit, sich mit Zaubersprüchen auseinanderzusetzen. Ja, weil das ja das andere große Thema ist. Das eine Thema sind die Tiere, die es ja auch tatsächlich gibt. Mhm. Und das andere Thema ist natürlich Magie. Und diese Kombination hat sich ja sehr bewährt. Sie kennen ja die berühmte Reihe Die Schule der magischen Tiere. Und es gibt etliche andere Bücher, wo praktisch die Alltagswelt der Kinder verknüpft ist mit magischen Elementen. Und natürlich, die Kinder lieben sowas, weil Magie macht alles möglich, vor allen Dingen, wenn man zaubern kann. Ja. Das lieben Kinder natürlich. Und diese Zaubersprüche kennen fast alle Kinder. Das sind jetzt die alten Zaubersprüche, die
jemand wie ich und vielleicht auch noch wie du am ehesten kennt. Natürlich bringen Kinder heute ganz andere Zaubersprüche, wenn man sie fragt. Und ich würde sagen mal zu 90% aus Harry Potter. Mhm. Na, fällt dir einer ein? Ja, wir hatten ja vorhin schon mal Alohomora. Das ist der Böse, oder? Nee, das ist nicht der Böse. Nee, das ist nicht der Böse. Der Böse ist Avada Kedavra. Okay, und aber Expelliarmus kann man. Expelliarmus zum Entwaffnen. Ja, ja. Das ist doch okay. Ne? Das heißt, Sie haben wahrscheinlich eine Fülle von Anregungen von den Kindern, aber ich rege auch immer dazu an, das selber zu erfinden. Mhm. Also zum Beispiel was Sprachspielerisches, was einfach schön klingt, was geheimnisvoll klingt. Kinder, auch ganz kleine Kinder, reimen ja schon sehr gerne, dass man da also dieses Potenzial, was Kinder eigentlich mitbringen, also gerade diese phonologische Bewusstheit, die sich da entwickelt, dass man das aktiv einbindet und auch mit Kreativität verbindet und Kinder selber Zaubersprüche gestalten lässt. Und gerade das Reimen, da werden Sie ja wahrscheinlich, also vornehmlich wahrscheinlich die Mädchen, aber vielleicht auch die Jungs aus Bibi Blocksberg kennen, Bibi und Tina, da ist es ja immer in Reimen, komm herbei, Kartoffelbrei und dann das Hex-Hex hinterher. Also insofern greift man da ja auch total die Lebenswelt der Kinder auf. Ja, aber auch in Liedern. Viele Kinder kennen ja Lieder, da hat man die Reime sowieso. Ich finde sowieso Lieder ganz wichtig. Also ich habe mit meinen Kindern immer die Mundorgel rauf und runter gesungen und da schleift sich halt das Gefühl für Reime ein, wenn man das oft nutzt. Und dann können Kinder das auch mit den eigenen Reimen. Ne? Ja. Wo wir aber gerade sozusagen bei Reimen, Zaubersprüchen mit Sprache spielen sind, spielt natürlich eine Riesenrolle und das bietet sich hier bei diesem Buch einfach unheimlich gut an, die Tiergeräusche und die Tierlaute. Und dazu haben wir Ihnen auch im Material wieder ein Arbeitsblatt verlinkt. Und zwar geht es einmal darum, dass Sie Tieren ihre Geräusche, ihre Laute zuordnen und dann aber tatsächlich nochmal eine etwas komplexere Aufgabe, wo es schon um Lautmalerei geht. Und zwar nämlich, dass der Wind zum Beispiel braust. Und das ist ja was Kinder dann auch lernen müssen. Das heißt, die haben mit der zweiten Aufgabe tatsächlich schon ein höheres Differenzierungsniveau. Aber gerade die Tiergeräusche lassen sich ja super einsetzen, um mit Mehrsprachigkeit auch zu arbeiten. Und wir haben hier mal eine kleine Folie vorbereitet zu unserem lieben Pinsel. Ich finde das sowas von toll. Ne? Also wenn man guckt, wie das Schwein international zu Wort kommt, sozusagen. Ne? Und da kann ich ja nur sagen, ich habe das erstmal überflogen, habe gedacht, huch, sprechen die Tiere überall anders? Nein, wir haben drüber nachgedacht und uns auch ein bisschen belesen. Das liegt daran, dass Kinder die Laute ihrer Muttersprache, gerade in den ersten Jahren, die kennen diese Laute sehr gut. Und in den ersten Jahren können sie auch noch die Laute anderer Sprachen gut erlernen, fühlen sich aber natürlich in der eigene Sprache am meisten zu Hause und identifizieren diese Laute als ihre Muttersprache und versuchen dann, so nah wie möglich ranzukommen, wenn sie solche Tiergeräusche praktisch formulieren. Ja. Wenn man das jetzt wirklich mal durchgeht und gibt sich ein bisschen Mühe, klingen die auch alle ähnlich, obwohl das auf den ersten Blick nicht so klingt. Also das etwas, sagen wir mal, etwas gröbere deutsche Schwein, das er so unk, unk macht oder ne? Das französische Schwein zum Beispiel ist etwas vornehmer. Ja, Grand. Ne? aber je nachdem, wie man es ausspricht, ist es eben doch ähnlich. Und bitte, diese Tiergeräusche bieten ganz großes Potenzial für Quatsch. Und ich bin immer sehr dafür, relevante Lerninhalte auch mit Unterhaltung und Quatsch zu verbinden, einfach weil es den Kindern mehr Spaß macht und dabei bleiben. Ja, und wir haben uns tatsächlich in der Vorbereitung auch köstlich amüsiert und das alles mal so ein bisschen durchgetestet. Also das niederländische Schwein, das dann Knorr, Knorr macht oder Nöff, 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 Nöff. Und wir haben einen Link, der ist auch drin, wo Sie das angucken können, aber einfach auch mal in den entsprechenden Börsen eingeben, Tierlaute international, da finden Sie ganz viel. Und die Kinder eventuell auch mal ihre eigenen Ressourcen einbringen lassen, weil die Kinder ja aus unterschiedlichen Ländern kommen im Zweifel und einfach wissen, wie das Schwein auf Türkisch oder na vielleicht nicht das Schwein auf Türkisch oder naja, ja, doch. Noch, aber andere Tiere. Ja. Zum Beispiel das Erdmännchen. Ne? Ja, genau. Aber machen Erdmännchen überhaupt Geräusche? Also ich habe immer für mich glaube ich, dass sich Erdmännchen so anhören wie Meerschweinchen. Die pfeifen aber das doch. Das ist wahrscheinlich ein Trugschluss. Wir haben uns schlecht vorbereitet. Ja. Also das Schwein pfeift ja übrigens auch manchmal. Ne? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich wüsste ganz viele Ideen, was man da machen könnte, auch sprachspielerisch. Ja. Aber einfach mit den Kindern diese Ansätze mal durchgehen, weil es einfach Unterhaltung mit Wissen verbindet. Mhm. Jetzt wird es wieder etwas schulischer. Es wird wieder ein bisschen schulischer, aber trotzdem bleiben wir bei den Tiergeräuschen. Und ich liebe Memos. Ja,
Ich liebe Memos, weil da hat man einmal Arbeit, aber danach laminiert man das schön, dann ist es auch ein bisschen haltbarer und dann hat man das für mehrere Klassen hintereinander. Und man kann ja auch Varianten machen. Also gesetzt sind die Tiere. Mhm. Die Tiere, die Akteure des Buchs, sind gesetzt. Und dann kann man überlegen, kombiniere ich es mit den Tiergeräuschen, kombiniere ich es mit der Pluralform, ja, oder was ich persönlich auch sehr schön fände, kombiniere ich es mit den jeweiligen Bewegungen der Tiere. Also zum Beispiel, oder den Bewegungen oder den Verben, die ich damit verbinde. Also zum Beispiel brüllern, ne, der Löwe, oder eben stampfen oder trompeten. Ne? Und die Kinder müssen eben das richtige Verb dem richtigen Tier zuordnen. Das finde ich gut, weil Verben sind mir immer so ein bisschen unterrepräsentiert, auch bei Bildwörterbüchern und Ähnlichem, ja, beim Spracherwerb. Und deswegen finde ich das zum Beispiel auch eine schöne Idee. Genau. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass man natürlich nicht nur bei diesen Memos, man kann die ja noch erweitern. Also gerade wenn man auch sagt, man hat mal eine Doppelstunde und will die vorbereiten. Das kann man ja mit den Kindern zusammen vorbereiten. Dann, wenn sie Schülerinnen und Schüler haben, die noch nicht so gut schreiben können oder da noch Schwierigkeiten haben, sich nicht so trauen, natürlich kann man dazu auch die passenden Bilder malen lassen, also den Hahn malen lassen oder als Fingerabdruckfigur. Hatten wir ja das letzte Mal. Also Fingerabdrucktiere, das macht sehr viel Spaß. Mhm. Sie müssen viel Seife und auch einen Wasserzugang haben, weil es eine ziemliche, ja, Schweinerei ist. Aber Fingerabdrucktiere, wo man eben einfach mit dem Daumen am besten und mit dem Zeigefinger, mhm, das Tier mal ganz grob von der Grundform praktisch aufs Papier bringt und danach mit einem Feinliner oder mit einem dünnen Filzstift dann eben die Ohren und das Schwänzchen und sowas dran macht. Das sieht nachher wirklich richtig künstlerisch aus. Ja. Also es sieht irgendwie sehr kreativ aus, macht aber so gut wie überhaupt keine Arbeit. Das ist eine sehr lustige Idee. Vor allen Dingen von der Größe her sind die Tiere dann auch relativ klein, was Kinder, die nicht sehr gut malen können, nicht so gut hinkriegen. Dann kann man zum Beispiel auch eine ganze Geschichte oder eine Bilderfolge, mhm, auf ein Blatt kriegen und mehrere Tiere zum Beispiel in einer Reihe anordnen. Ne? Also Fingerabdrucktiere auch eine schöne Idee. Genau. Und dann haben Sie im Prinzip mit den Kindern zusammen Material für zum Beispiel DATS-Stunden hergestellt. Da nochmal als ganz wichtiger Hinweis, auch von uns beiden, das ist uns immer sehr wichtig, bitte immer die Artikel mit einführen, die sind ganz wichtig, also auch einfach die Artikelmarkierung, die Pluralmarkierung mit dem die vorne dran, also das ist wichtig, dass man das immer schon einführt, weil gerade Kinder, die Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache lernen, haben größere Schwierigkeiten mit den Artikeln. Ist ja eine der Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache, weil die Deutschen sind ja mal wieder da ziemlich maßlos mit drei Artikeln, ne? Ja. Also wirklich allerhand finde. Und die richtig zu treffen, macht ja sogar Menschen Schwierigkeiten, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Deswegen so früh wie möglich einführen und immer wiederholen und auch, mhm, Bildwörterbücher, wenn man sowas aussucht, immer darauf achten, ist der Artikel dabei. Ja. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Ja, insbesondere wenn dann noch die Präpositionen hinzukommen, wird es mit dem Kasus nicht noch einfacher im Deutschen. Ja. Aber was auch eine sehr schöne Idee ist, um sozusagen nochmal in die Rückschau des gesamten Buches zu gehen, wenn Sie das einmal mit den Kindern als Ganzschrift durchgenommen haben, aber auch immer zwischendrin, sich einmal so einen Taffiti-Baum zu basteln. Da haben Sie die Möglichkeit, das einfach wie so ein Plakat, wie hier auf unserem Bild zu machen. Aber natürlich können Sie auch einfach, wenn Sie eine schöne Pflanze haben im Klassenraum oder ein Gesteck haben im Klassenraum, können Sie da auch Dinge, Blätter zum Beispiel dranhängen, wo die Kinder mal aufführen, was hat Ihnen eigentlich an dem Kapitel oder am gesamten Buch am besten gefallen? Was ist Ihnen im Kopf geblieben im Leseprozess? Und da ist auch immer ganz schön, die Unterschiede auch zu sehen. Also was hat dem einen Kind vielleicht besonders gut gefallen? Vielleicht der Kürbiskuchen, und dem anderen Kind hat aber das Zaubern besonders gut gefallen. Ja, und dann kann man sich das schön wie so eine Wandzeitung am Ende nochmal anschauen, nochmal reflektieren. Wie gut hat der Leseprozess funktioniert? Was ist bei uns besonders hängen geblieben? Was haben wir vielleicht vergessen? Und was hat uns besonders Spaß gemacht? Da besonders bitte nochmal die Interessen und die Vorlieben der Kinder wertschätzen und wirklich einfach nochmal, damit jeder was sagen kann und jeder zeigen kann, was habe ich eigentlich gelernt und auf was bin ich besonders stolz. Auch eine schöne Idee, wenn Kinder irgendwie dranhängen, ich bin besonders stolz, weil ich ein ganzes Kapitel geschafft habe zu lesen oder eine ganze Seite geschafft habe, das kann ja so unterschiedlich sein, das gerne auch aufgreifen. Also ich würde jetzt zum Beispiel den großen Korkenzieher-Weidenzweig nehmen, den ich an Ostern immer schön mit Ostereiern schmücke, den könnte man danach an die Decke hängen, der nimmt auch nicht viel Platz weg. Und ich hätte noch die Idee, dass man eventuell das ein bisschen kanalisiert und zum Beispiel die Kinder rund ums Jahr oder sagen wir mal wenigstens 2 Monate lang nach der Lektüre
nach bestimmten Kriterien was schreiben lässt, also zum Beispiel Lieblingsfiguren. 2 Wochen später dann vielleicht Wörter, die sie lustig finden, Tiere, die sie besonders spannend finden, ne? Dass man das ein bisschen ordnet. Clustert, genau. Du weißt wieder die Fachbegriffe. Dass man das clustert, um praktisch ein bisschen Ordnung reinzubringen und dann am Schluss eben, was hat dir am Buch am besten gefallen, und dann praktisch hat man auch eine kleine Sammlung und weiß vielleicht für die nächste Klassenlektüre, wo drauf legen die Kinder wirklich richtig großen Wert. Genau, also zum einen hat man den Vorteil für die eigene Vorbereitung, aber zum anderen natürlich auch hat man tatsächlich dann wie so einen Wortschatz gesammelt zu dem ganzen Buch. Und da ist die Kategorisierung toll, weil die Kinder natürlich darauf, auch wenn sie Texte schreiben sollen, dann einfach später nochmal zugreifen können. Da kann man immer sagen, guck doch mal an unseren Baum, an unseren Taffiti-Baum und schau mal, ob du da Inspiration für deinen Text findest. Genau. Also ganz toll. Ja, und dann kommen wir zu unserem ganz großen Thema und ganz wichtigen Thema, was ich finde, was Taffiti fantastisch hinbekommt, nämlich das fächerübergreifende Lernen. Ja, also wir haben mit Taffiti hier eine Möglichkeit, nicht nur das Ganze im Deutschunterricht anzusetzen, sondern tatsächlich auch zu sagen, wir gucken uns noch weiteren Unterricht an. Das kann hier ganz klassisch, wenn wir den Lebensraum Savanne angucken, der Sachunterricht sein, wobei wir hier in dem Arbeitsfeld versucht haben, Leseförderung, Sprachförderung zusammen mit Sachunterricht zu denken, also da tatsächlich auch zu gucken, ich lerne das Wort zu schreiben und muss dadurch auch die Antwort herausfinden oder ich muss das Wort finden oder ich muss den Begleiter des Wortes mit aufführen, jetzt da in der Differenzierung. Das heißt, hier versuchen wir beides zu verbinden, aber wir haben natürlich beim fächerübergreifenden Lernen ganz toll die Möglichkeit, das nicht nur mit dem Sachunterricht und dem Deutschunterricht zu verbinden, sondern das geht ja auch noch in ganz vielen anderen Fächern. Und ich weiß, du hast uns da ganz tolle Ideen mitgebracht, wo man das noch machen kann. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar haben wir nämlich zum einen die Idee, Savanne im Schuhkarton gestalten. Das ist ja keine neue Idee, aber gute Ideen sind zeitlos. Genau, ja. Und die Lebensräume oder die Welt eines Buchs in einem Schuhkarton zu arrangieren und praktisch eine Geschichte zum Anfassen damit herzustellen, ist, finde ich, eine ganz tolle Idee. Das ist eine Visualisierung einer Geschichte, im Prinzip wie ein Szenenbild oder auch zum Beispiel wie jetzt hier die Vorsatzseite. Das heißt, man nimmt einen möglichst großen Karton. Also dann, wenn Schuhkarton, dann Stiefel. Ne? Also es sollte schon also diese Größe haben. Ja. Und dann nimmt man eben nur den Karton, wahrscheinlich am besten ohne Deckel. Dann braucht man ein bisschen Buntpapier. Dann braucht man Sand in dem Fall. Man braucht Naturmaterialien, Stöckchen, Blätter. Und dann kann man eben mit den Kindern gemeinsam das schön kleben. Man kann eine kleine Sonne basteln. Man kann übrigens auch die Idee mit der Sonnenfinsternis dann, da kommen wir nachher noch drauf. Ja. Sehr, sehr schön dann gestalten und eventuell die Kinder auch bitten. Vielleicht haben die Kinder zum Beispiel Schleichtiere. Schleichtiere sind ja sehr, sehr beliebt und die Kinder haben oft ganz viele. Es gibt aber auch ganz billige Tiere, die zum Beispiel als Werbebeigaben bei Frühstücksflocken dabei sind. Also ich habe eine große Sammlung von sowas und es gibt sogar in diesen sehr beliebten und überhaupt nicht nachhaltigen Süßigkeiten, du weißt schon, in Osterform. Ach so, ja. Ja, da sind oft auch Tiere drin. Stimmt, also man findet wirklich überall so etwas und dann kann man das auch noch bevölkern. Sehr schön auch daraus so eine Art Schaubild zu machen, was man dann hinstellt und praktisch zu mehreren Büchern, die man im Laufe eines Jahres behandelt, hat man dann jeweils einen Schaukasten. Und für die Kinder ist es auch nachhaltig, weil sie immer wieder an die Geschichte und die Inhalte erinnert werden und auch an den Wortschatz, der damit verbunden ist. Ja, und ich finde auch gerade so für die narrative Kompetenz und für das literarische Lernen ist es ganz toll, weil man da Deutungen von Kindern auch sieht und mit ihnen thematisieren kann. Das heißt, man kann ja fragen, warum haben sie das genau so in dem Karton gestaltet und warum interpretieren sie eine Szene, die sie in dem Buch gelesen haben, genau so, wie sie es gelesen haben. Also ich finde, da verbinden sich die Fächer auch wieder ganz toll miteinander. Auch eine Idee, die Kinder das wieder in Kleingruppen machen zu lassen, weil alleine, es gibt Kinder, die nicht so gerne basteln, ist echt schwierig. Aber wenn man die Kinder bunt mischt und dann eben guckt, dass auch immer ein stärkeres Kind in der Gruppe ist, dass man dann die Kinder auffordert, eben ihren ganz individuellen Taffiti-Karton zu gestalten. Und nachher an den Unterschieden sieht man dann auch, ne, was da eventuell verstanden wurde in der Geschichte. Absolut. Weil in dieser Geschichte sind ganz unterschiedliche Schwerpunkte möglich. Es kann wirklich um diese Sachinformation gehen, Tiere und Savanne. Es kann um Zauber gehen, es kann um Schluckauf gehen. Ja. Ein Thema, was sich im wahrsten Sinne durchzieht. Und dann um das einzig vollkommen unabhängige Gebiet Sonnenfinsternis. Also es ist wirklich ein ganz breites Spektrum. Man könnte ganz, ganz viel dazu machen. Und auch ganz viele Fächer sind da
praktisch mit beinhaltet, mhm. natürlich hauptsächlich Sachkunde. Es geht aber letztlich auch um Ethik. Ja. Ist ein großes Thema, weil es geht um Machtmissbrauch. Es gibt den bösen Marabu, mhm. der versucht, die Tiere zu beherrschen und sich einen täglichen Kürbiskuchen oder sogar drei ja. zu erzwingen. Und im Endeffekt die Tiere knechtet, also so ein mhm. bisschen wie bei Willibald oder so. Es gibt ja ganz ja. viele Geschichten in dieser Art. Und ich finde das sehr gut, mit den Kindern darüber zu sprechen. Das heißt, man kann es auch in Ethik. So eine lustige Geschichte, aber kann man auch in Ethik was mitmachen. Absolut. Und da haben wir es natürlich wieder mit den Figuren. Dadurch, dass wir eine gewisse Distanz dazu haben, weil es Tiere sind, lässt sich das super thematisieren, auch wenn vielleicht jeder von uns im Geheimen weiß, dass wir gewisse Charakterzüge der Tiere auch schon an uns entdeckt haben und das manchmal gar nicht so toll ist. Aber auch da, durch diesen Abstand, lässt sich das viel leichter thematisieren. Also eine ganz schöne Idee. Ja, da waren wir ja großer Fan von der nächsten Idee, dem Savannenhörspiel. Ein Savannenhörspiel. Die Kinder ein Hörspiel gestalten lassen, ist ja heutzutage sowas von einfach. Mhm. Also was mussten wir früher, ihr wahrscheinlich auch mit Kassettenrekorder, was war das bei dir noch? Mit so einem Mikro und mit einem Kassettenrekorder, ja. Oh, was war das mühsam. Und die Tonqualität war bescheiden. Katastrophal. Ja. Und das kann man natürlich heute mit jedem beliebigen Smartphone, kann man wunderbar ein Hörspiel gestalten. Mhm. Es gibt auch noch Apps, mit denen man das noch perfekter kann, dann auch gleich schneiden kann und so. Aber da reicht im Prinzip die ganz normale Aufnahmefunktion eines Handys. Man braucht einen Geräuschmacher oder mehrere Geräuschmacher, weil man kann ja nicht nur die Tierstimmen aufnehmen, die die Kinder dann produzieren oder die man wiederum von einer Quelle holt, wenn man recherchiert. Ja. Man kann ja zum Beispiel auch Geräusche wie Wind oder das Rascheln von Wüsten, Gras oder Sand und das Plätschern vom Wasser in der Oase. Man kann also ganz viele Dinge da einbinden. Mein Lieblingsinstrument in der Grundschule, der Regenmacher. Der Regenmacher. Ach, wunderbar, mit den Backerbsen oder Kichererbsen. Ja, wunderbar. Also das hatte ich noch, ja. Das haben viele vielleicht auch noch, dann kommt das jetzt mal wieder zu Ehren. Also Geräuschmacher, ein sehr beliebter Job übrigens für eher introvertierte Kinder, weil gerade so, wenn es nicht darum geht, die Tierstimmen, das ist was für die Schauspieler. Ja. Ja, das ist, also die sich da ein bisschen profilieren wollen. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel Naturgeräusche nachzumachen oder mit so einer Regen, wunderbar. Machen auch Kinder, die sich vielleicht sonst nicht trauen. Ja, und auch da haben wir ja wieder ganz vorneweg den Deutungsaspekt des Ganzen. Und natürlich ganz spannend wird es ja auch, wenn die Kinder das unabhängig voneinander aufgenommen haben und das dann den anderen vorspielen, haben wir zum einen die Schulung des Hörverstehens bei den anderen. Und man findet natürlich gleich raus, wie gut hat das funktioniert, was wir da gemacht haben, dass andere auch die Geschichte, die wir da interpretieren wollen, verstehen können. Richtig. Also ich finde, man hat da ganz viele Möglichkeiten zur Reflexion und zur Überprüfung auch nochmal. Also gar nicht Überprüfung im Sinne von Tests, sondern wie gut wurde es verstanden, wie gut können die Kinder auch das wiedergeben, was sie verstanden haben. Und man könnte eine Variante machen, indem man ein Hörquiz dazu macht. Ja, toll. Also zum Beispiel die Kinder Geräusche in einer kleinen Gruppe aufnehmen lässt und dann spielen sie die den anderen Kindern vor und dann müssen die eben raten, was sind das für Tiere oder was ist das für eine Situation? Ja. Auch sehr schön. Ne? Also Quiz auch immer, weil ich, wie gesagt, ich liebe die spielerischen Ideen sehr, ist auch immer was gut ankommt. Ja, ich finde das wichtig. Der Kürbiskuchen spielt hier eine tragende Rolle in dieser Geschichte. Das ist der Kürbiskuchen von Omama natürlich. Mhm. Der schmeckt ganz besonders gut und der hilft gegen eigentlich alles. Und man könnte natürlich jetzt die Kinder bitten, ihren persönlichen Lieblingskuchen einfach umzufirmieren in einen Anti-Schluckaufkuchen. Hier kann man dann jetzt auch das Elternhaus einbinden. Mhm. Die Eltern sollen helfen, ein Rezept aufzuschreiben für den Lieblingskuchen. Eventuell könnte man beim nächsten Klassen- oder Schulfest auch mal die Anti-Schluckaufkuchen mitbringen lassen. Aber mir würden da tausend Dinge zu einfallen. Man könnte die entsprechend verzieren mit entsprechenden Flecken, dass sie auswählen wie das entsprechende Tier. Da würde mir ganz viel zu einfallen. Und Rezepte sind ja ein sehr beliebter Schreibanlass. Mhm. Weil es geht ja nicht darum, eine Geschichte zu schreiben, sondern einzelne Wörter und eine Handlungsbeschreibung. Ja. Also was man in der Schule eben auch wirklich braucht. Ja, also Vorgänge beschreiben ist ja einfach ein Feld, das man als Lehrkraft auch abdecken muss. Später, ich weiß es, in der 7. Klasse kommt es dann auch nochmal mit komplexeren Experimenten, die man beschreiben muss, aber bietet sich als toller Schreibanlass und auch sozusagen die kulturellen Hintergründe der Kinder aufzugreifen in diesem Kuchenrezepten, die ja ganz unterschiedlich sein können. Also ich fände auch ein sehr schön Anti-Schluck auf Baklava, da wäre man sehr in meiner Geschmackspalette. Insofern toll, da das auch aufzugreifen, was die Kinder von zu Hause so mitbringen. Und dann ist es natürlich auch sehr spannend, welcher hilft. Ja.
Welcher hilft besonders gut? Mm. Und ich finde es immer besonders schön, wenn sozusagen ich dann selber wieder ertappt werde und denke, ach, das Kind, das bringt bestimmt das und das mit. Und das bringt dann irgendwie den klassischen Zupfkuchen mit oder den Zebrakuchen oder ich weiß nicht was. Ich liebe Zupfkuchen. Ja, mein absoluter Lieblingskuchen. So, was haben wir denn noch? So, die Zauberbeutel. Ja, auch das, was auf dieses diesen Spaß der Kinder an Magie abhebt. Die Kinder lieben sowas, was Glück bringt, was so ein bisschen das Gefühl vermittelt, man könnte den Lauf der Dinge beeinflussen, mhm. was man ja nicht kann. Aber man möchte ja gerne dran glauben. Ich meine, Sie kennen das bestimmt alle. Sie hüpfen auf einem Bein auf dem Bürgersteig und wenn man auf den Strich tritt, dann passiert irgendwas. Ne? Ist im Prinzip ja ein harmloser Spaß. Ja. Wirklich dran glauben tut man nicht. Aber so kleine Zauberbeutelchen, das sind so wie man früher auch Traumfänger oft gebastelt ja. hat, erinnerst du dich vielleicht noch, mhm. ne? War auch sehr beliebt. Und King Kofi trägt ja dann einen vom Marabu angefertigten Zauberbeutel. Den muss er immer anziehen, um seine Macht zu behalten. Und dieser stinkt so furchtbar, dass er wirklich anschließend sehr einsam ist. Also der Marabu ist echt fies ja. ne, mit seinen Methoden. Ich würde natürlich die Zauberbeutelchen, kann man aus allen beliebigen Materialien, was man da hat, Stoff oder Folie oder irgendwie was halt da ist in der Bastelkiste, mit Lederbändern, mit Stoffschnüren und dann zum Beispiel Backerbsen, Haselnüsse, Murmeln, was glitzert. Also da würde ich den Kindern auch überhaupt keine Vorgaben machen. Und dann sollen die Kinder aber eventuell als kleinen Schreibanlass aufschreiben, wogegen das hilft oder wofür. Ja, das fände ich zum Beispiel auch sehr schön. Was ist das für ein Zauberbeutelchen? Was kann das bewirken? Ja, was hält er vielleicht von uns ab? Was oder hält es vielleicht von uns ab? Die nächste Klassenarbeit. Wir haben alle unsere Zauberbeutel dabei. Das bleibt natürlich Ihnen überlassen, ob Sie das dann so umsetzen wollen. Sagen wir mal so, beide Klassen haben das bestimmt auch schon ausprobiert, wie sie um diese Klassenarbeiten rumkommen können. Ja, tolle Ideen, sehr, sehr kreative Ideen. Also sehen, Sie haben Kunst dabei, Sie haben Musik dabei, Sie haben den klassischen Sachunterricht dabei. Und dadurch, dass die Sonnenfinsternis für diese Geschichte eine wichtige Rolle spielt und ich finde auch der Löwe Verlag das da sehr schön aufgegriffen hat, ganz hinten nochmal, ich zeige Ihnen das gleich nochmal, haben wir uns natürlich auch die Sonnenfinsternis als ein Thema genommen im Unterrichtsmaterial. Sie haben einmal ein Sonnenfinsternis-Quiz von uns als Arbeitsblatt dazu, dass die Kinder bearbeiten können. Da haben wir nochmal ein bisschen schwerere Zusatzfragen für Expertinnen und Experten mit einem Lösungswort, wo sich die Kinder selbst kontrollieren können. Wenn Sie einmal einen schnellen Blick über Frage 1, 2 und 3 werfen, können Sie sich wahrscheinlich schon denken, was das Lösungswort sein wird. Vielleicht haben Sie ein paar Schlaumeier in der Klasse, die auch direkt drauf kommen. Aber wir haben natürlich über das Unterrichtsmaterial hinaus uns noch ein paar andere Dinge überlegt, wie man mit dem Thema Sonnenfinsternis umgehen kann. Und zwar kann man einmal sozusagen eine Sonnenfinsternis etwas mit der Sonnenfinsternisbrille machen. Ja, also wenn man denn eine hat. Also das war ja die letzte Sonnenfinsternis, war glaube ich 1999. Ich hatte meine leider nicht mehr. Und die nächste, die werde ich nicht erleben, die soll angeblich 89 sein. Ist noch ein bisschen hin. Also wenn du dich anstrengst. Da muss ich mich aber sehr anstrengen, dass das ja, klappt. Aber es gibt ja ganz viele Bilder davon im Internet. Es gibt sogar welche zum selber basteln. Mhm. Es sind natürlich dann keine, die tauglich sind, wirklich in die Sonne zu gucken. Mhm. Aber da die ja nicht kommen, die Sonnenfinsternis, ist das ja nicht schlimm. Noch ein kleiner Tipp für die, die genau wie ich vielleicht nicht so viel wissen über die Sonnenfinsternis und denen die Infos hier hinten im Buch nicht unbedingt reichen. Hier ist dann praktisch die hintere Doppelseite ist eine kleine Sachinfo. Genau. Da haben wir einen Link in den Materialien hinten eingefügt zu einem Filmchen von der Sendung mit der Maus, wo das wirklich sehr schön erklärt wird. Also ich habe es verstanden. Ja, ich habe es auch gut verstanden. Also hier sehen wir nochmal über die Overhead jetzt auch gerade den wirklich vom Löwen Verlag auch gut gemachten Sachtextteil. Also wir haben hier tatsächlich nochmal eine andere Textform, ja auch sehr spannend. Und der Film hat mir unheimlich gut gefallen gut, ne? Von der Sendung mit der Maus. Ja. Der ist auch im Linkmaterial mit drinne. Das heißt, Sie können da auch dann drauf zugreifen, können gleich den Link benutzen. Gleichzeitig hat uns aber noch was anderes geholfen, und zwar nämlich Experimente zu diesem Thema. Und ich finde ganz persönlich ist ganz wichtig, dass wir mit Kindern auch Experimente machen und dass sie sozusagen den wissenschaftlichen Vorgang lernen, nämlich Thesen aufstellen. Dazu kann man sich ja erstmal Bilder von der Sonnenfinsternis angucken und die Kinder überlegen lassen, was fällt ihnen dazu ein. Und dann tatsächlich das in einem Experiment auszuprobieren. Auch dazu habe ich Ihnen zwei Links angehängt im Material, aber ich habe Ihnen mal die Einzelteile mitgebracht.
Ich erkläre jetzt so, wofür die da sind, weil wir sind hier ein bisschen zu gut ausgeleuchtet, um das ausprobieren zu können. Ich nehme mal die Erde, ja? Ja, bitteschön. Ich nehme mal die Erde. Also die Erde, man könnte sie ja auch noch mit was umwickeln. Man könnte sie zum Beispiel mit blauem Papier umwickeln. Wir haben jetzt extra das nicht gemacht, um Ihnen zu zeigen, das haben Sie alle da. Ja. Man muss es eventuell ganz leicht abwandeln. Ne? So, das ist die Erde. Dann haben wir den Mond. Und der Mond dreht sich ja um die Erde. Und das Ganze dreht sich um... Und jetzt wird's komplex. Das Ganze dreht sich um die Sonne. Du bist die Sonne? Ich bin die Sonne. Ich muss mal gerade gucken. Ich kann die Sonne, glaube ich, auch mal hier anmachen. Jetzt blinkt sie gerade. Naja, sie will gerade nicht angemacht werden. Aber hier haben wir die Sonne. Und das Ganze müsste man dann draufhalten. Und das Ganze dreht sich natürlich zusammen. Das heißt, gucken Sie sich das bitte auch noch mal in der Im Film. Und in der Beschreibung des Experiments auch noch mal an, damit man das wirklich gut versteht, was da gemacht wird. Sie brauchen natürlich einen abgedunkelten Klassenraum dafür, damit das funktioniert, weil Sie sehen schon, bei unserer Ausleuchtung würde es nicht funktionieren, dass wir einen Schatten sehen, den der Mond werfen soll. Aber das sind ungefähr so die Größenverhältnisse, die man sich da vorstellen kann. Also ich habe es damit super gut verstanden. Mhm. Es ist wirklich sehr anschaulich. Und wir alle wissen ja, dass das handelnde Lernen eigentlich das Maß aller Dinge ist, alles, was die Kinder selber ausprobieren. Verstehen sie erstens besser und es bleibt auch länger abgespeichert, ja. Weil die Erinnerung an ein Experiment bleibt besser haften als das, was sie nur gelesen haben. Also das handelnde Lernen auch immer mit berücksichtigen. Und hier ist es so einfach mit Alltagsmaterialien, die sie bestimmt zu Hause haben. Ja, also ich habe sie auf jeden Fall bei mir zu Hause gefunden. Insofern glaube ich, dass sie das alles auch da haben und in der Schule auch da haben. Also ein Tennisball und ein etwas größerer Ball sollte bei allen vorhanden sein und eine ganz tolle Möglichkeit, das auch auszuprobieren mit den Kindern. Dann bleibt das ganz anders hängen. Können Sie übrigens auch mehrfach verwenden, also zum Beispiel gute Bastler, also ich kenne persönlich, habe in der Familie gute Bastler, die würden mir zum Beispiel das Ganze jetzt mit weißem Papier verkleiden, würden die Kontinente draufmalen. Mhm. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel auch Tag und Nacht gut erklären, wenn man die dreht, strahlt sie mit der Taschenlampe an, wo wann Nacht ist und wo dann eben Tag ist. Das kann man eben mehrfach verwenden, wenn man einmal sowas gemacht hat, ist also wirklich auch sehr eindrücklich. Absolut, und gleichzeitig haben Sie auch das andere dann immer auch, also sie können nicht nur die Sonnenfinsternis, sondern auch eine totale Mondfinsternis simulieren, damit Kinder das verstehen. Und das ist ganz toll, wenn man das selber ausprobieren kann. Und umso schöner, wenn man noch den Bastelanlass hat. Ich denke, es wird wahrscheinlich auf einer Luftballon rund hinzukriegen, ist wahrscheinlich schwer, sonst könnte man es mit Pappmaché auch verkleiden. Aber wenn man vielleicht Bälle hat, die man nicht mehr braucht, dann würde das auch damit ganz gut gehen. Und wirklich nochmal zu forschendem Lernen gerne auch ein Anstoß. Das Haus der kleinen Forscher hat dazu zum Beispiel auch viele Informationen, wie man das gut gestalten kann. Ja, da sind wir im Prinzip schon am Ende unserer Tipps für den Einsatz des Buches Tafiti und der große Zauberer im Unterricht. Ich hoffe, Sie konnten jetzt schon mal ganz viel mitnehmen. Ich schaue einmal zu unserer Chatbetreuung, die sagt, es gibt eine Frage. Ja, ganz genau. Also es gibt eine Frage, die von einer Teilnehmerin gestellt worden ist. Sie beschreibt die Situation. Bei uns an der Schule sind Bücher mit Zauberern und Magie leider von einigen, meist frei evangelischen Eltern, nicht gerne gesehen. Und auch bei dem Buch Die Schule der magischen Tiere hatten sie letztes Jahr sehr viel Gegenwehr. Wissen Sie bei der Auswahl der Bücher von dieser Problematik? Die geht ja an mich im Prinzip, ja. Die Frage. Tatsächlich ist uns diese Problematik gar nicht so bekannt. Also vielen Dank nochmal, dass Sie uns diese Information auch jetzt gegeben haben. Ich kenne das tatsächlich aus meinem eigenen beruflichen Umfeld als ehemalige Lehrerin noch so, dass da... Das kommt ja nicht nur bei Themen wie Zauberei, das kommt ja auch dann, gerade ich war in der 5., 6. Klasse tätig, wo dann das Thema Sexualkunde kommt, kommt das ja leider auch immer wieder vor. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, man müsste da das Gespräch mit den Eltern auch suchen. Und wir versuchen natürlich, sowas in der Auswahl zu berücksichtigen. Andersherum bietet es natürlich ganz viel Lesemotivation. Und es kommt bei Kindern unheimlich gut an. Also ich glaube, das ist immer so ein Zwiespalt, in dem man sich befindet. Ich habe aber dann noch eine Anmerkung. Und zwar, es heißt zwar Tafiti und der große Zauberer, aber es bleibt eigentlich offen, ob es überhaupt Magie gibt.
in diesem Buch. Ja. Es ist gar nicht geklärt, bis zum Ende nicht geklärt, kann hier eigentlich wirklich jemand zaubern? Mhm. Sondern es geht eigentlich mehr um ein bestimmtes Verhalten und was man bereit ist anzunehmen, weil jemand stärker ist als man selber. Es geht nicht wirklich um Magie. Also Magie steht hier nicht im Vordergrund, sondern es ist mehr so das Gefühl, dass man eventuell selber dran glaubt. Aber es wird hier nicht klar, ob es wirklich einen Zauberer in diesem Buch gibt. Mhm. Und was man ja immer noch sagen muss, es handelt sich um fiktionale Welten. Ne? Also das dadurch, dass es Tiere sind, ist es ja auch wiederum nicht auf die Menschenwelt anwendbar. War noch eine Frage, ne? Genau, hier noch einmal die Frage, wie gehe ich damit um, dass es das letzte Band der Reihe ist? Das ist die Riesenchance. Man kann es selbstverständlich absolut unabhängig davon lesen, weil ja auch alle Figuren gut eingeführt werden. Und ich bin ja ein ganz großer Verfechter der These, dass Leseförderung mit Reihen ganz wunderbar funktioniert. Das heißt, der Besuch in der Stadtbibliothek oder in der Schulbücherei und zu gucken, was gibt es noch von Taffiti, wäre für mich die logische Anschlussaktion. Mhm. Auch bitte vorab die Kinder fragen, kennt ihr Taffiti? Was wisst ihr über Taffiti? Da werden die garantiert die Vorgeschichte erzählen, aber das Buch ist völlig unabhängig davon zu lesen. Und es ist natürlich für die Kinder jetzt schön, dass sie den neuen Band haben, weil die anderen Bände teilweise auch schon sehr bekannt sind. Mhm. Ja? Da jetzt den ersten Band zu nehmen, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll gefunden, weil wie gesagt, die völlig unabhängig voneinander sind. Genau, und bei Taffiti der große Vorteil, dass sie tatsächlich nicht eine zusammenhängende Geschichte haben, die immer weiter aufeinander aufbaut, sondern sie haben Einzelgeschichten für sich. Das heißt, sie können dann auf die Bände vorher auch zugreifen, gegebenenfalls, wenn den Kindern das gefallen hat, mit denen das auch nochmal lesen. Und wenn die Kinder den Cast kennen, umso besser. Ja, dann das ganze Wissen der Kinder aufgreifen, sie vorher vielleicht Figuren erzählen lassen. Vielleicht auch können sie eine eigene Geschichte zu Taffiti entwickeln, wenn sie den Figurencast schon gut kennen. Also da, glaube ich, bietet das ganz viel Potenzial. Mhm. Noch eine Frage? Woher stammt die Idee Taffiti-Baum oder stammt es aus dem Buch? Ach so, die Idee, also die Unterrichtsidee Taffiti-Baum, ja. Die stammt von einer anderen Referentin noch, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Tatsächlich war das ihre Idee, die hat ganz oft schon so gearbeitet, sie ist selber Grundschullehrerin und in der Leseförderung tätig, die Frau von Plüsko-Kaminski. Und die arbeitet so ganz gerne so im Sinne einer Wandzeitung, um nochmal so das ganze Buch zu reflektieren. Sie kennen das aber wahrscheinlich auch als Wandzeitung oder als eine Art andere Reflexionsaufgabe. Genau, aber das ist tatsächlich eine Idee von der Frau von Plüsko-Kaminski gewesen. Und eine schöne Variante, wie ich finde. Ja, sehr schön. Ja. Gibt es noch eine Plattform, um weitere Ideen und Material auszutauschen? Um weitere Ideen und Material zu finden, auf jeden Fall auf der Seite der Stiftung Lesen werden Sie ja ganz viel finden, wenn Sie in Loslesen gehen, oben auf der Startseite Loslesen, Medientipps und Aktionsideen. Und da finden Sie sowohl ganz, ganz viele Bücher in der Datenbank, wo Sie gezielt nach Alter und Interessengebiet suchen können. Sie finden aber auch ganz, ganz viele Aktionsideen, die schon ausformuliert sind und dann eben zu bestimmten Büchern und Buchreihen passen. Genau, den Link habe ich Ihnen tatsächlich auch in der Liste mit reingepackt. Das heißt, das ist nochmal mit drinne. Aber tatsächlich auch, wir haben unsere Projektseite. Leider haben wir jetzt keine Plattform, wo Sie das austauschen können. Das können wir leider nicht möglich machen, weil wir natürlich nicht sozusagen für alle Materialien Qualitätssicherheit betreiben können. Ich glaube, Sie machen ganz tolles Material. Ich persönlich habe früher auch immer 4Teachers genutzt, habe mir das Material halt genau angeguckt, was von anderen Lehrkräften kam, wie ich das für meine Klasse adaptieren und verwenden kann. Aber wir können leider keine Plattform bereitstellen, haben das lange auch diskutiert. Insofern sind Sie da nah an unserer Arbeit dran mit der Frage, haben uns dann aber doch dagegen entschieden. So, dann sind wir sowas von eine Punktlandung. Ja, dann haben wir im Prinzip nur noch wichtige organisatorische Informationen für Sie. Also hier nochmal unsere Kontaktdaten eingeblendet, die AGA auch gleich nochmal in den Chat stellen wird. Für inhaltliche Fragen gerne auch an Christine Kranz. Bei allem organisatorischen, aber auch inhaltlichen bin ich auch gerne für Sie zuständig. Genau, schreiben Sie gerne eine Mail oder rufen mich an. Dann noch einmal als Hinweis für Sie, die hilfreichen Links, da sind die Experimente mit drauf, da ist die Sendung mit der Maus mit drauf.
Ich habe Ihnen die Leseempfehlungen, von denen Christine gerade gesprochen hat, mit reingepackt. Wir haben Lesen mit App als Plattform für Bewertungen von Apps. Wir haben die Vorlesegeschichten mit drin. Und dann habe ich Ihnen noch mal 3 Links, die man so ein bisschen an Eltern geben kann, mit reingepackt für Kinder, die in mehrsprachig aufwachsen. Einfach noch mal, um sozusagen Geschichten zu haben, die auf Deutsch und auf einer anderen Sprache zur Verfügung stehen. Das sind ganz verschiedene Sprachen. Ich habe das von einer arabischen Muttersprachlerin auch noch mal gegenlesen lassen, die nochmal die Qualität dieser Geschichten auch bestätigt hat. Und da geht es einfach darum, die Erstsprache des Kindes nochmal zu wertschätzen. Und die Literarisierung in der Erstsprache trägt tatsächlich auch zu der in der Zweitsprache bei. Insofern das auch nochmal als Tipp für Sie. Gut, dann sind wir tatsächlich am Ende. Es bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal ans Hessische Kultusministerium mit der Initiative Löwenstark, der Bildungskick. Ich kann schon mal sagen, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit dem Buch. Mir hat es unheimlich Freude bereitet, dazu das Material zu entwickeln und die Unterrichtsideen zu entwickeln, die teilnehmenden Bescheinigungen, das Material, also den Link zum Material. Und die Folien kriegen Sie in den kommenden 2 Wochen zugeschickt, nochmal für Sie. Und dann, wenn ich jetzt einmal Tschüss gesagt habe, übergebe ich gleich an Christine. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude mit dem Buch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und jetzt übergebe ich an Christine, die das letzte Wort hat. Und die schließt sich einfach nur an. Wir freuen uns, dass Sie so lange zugehört haben. Wir hoffen, Sie haben Freude an dem Buch. Gerne Anregungen oder irgendwelche Wünsche, die Sie haben, dann im Nachklapp an uns. Und viel Spaß für Sie und für die Kinder mit der schönen Geschichte.